Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach dieser Debatte ist man mal wieder ratloser als noch zuvor. Was will denn eigentlich die selbsternannte NRW-Koalition? Also die einen oder anderen Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen gehen mal in Richtung Sockel und mal nicht bei öffentlichen Veranstaltungen, aber eigentlich tendenziell schon eher. Der Ministerpräsident Laschet findet sein Kiebitzgesetz nach wie vor äußerst gelungen und der zuständige Minister sagt mal wieder nichts Konkretes. Ja, stattdessen haben wir mal wieder die gleiche Leier, Herr Minister Dr. Stamp, von wie hätten wir das denn in 6 Monaten schon machen sollen, was Sie in 7 Jahren nicht hingekriegt haben. Das habe ich doch schon gewusst, dass Sie diesen Textbaustein bringen. Deswegen habe ich doch schon vorher in meiner Rede gesagt, genau das haben wir Ihnen nie unterstellt, dass Sie das schaffen würden. Das hätten wir Ihnen auch gar nicht zugetraut. Und offensichtlich haben wir damit ja recht, dass Sie das auch nicht schaffen würden. Aber das wirft Ihnen auch niemand vor. Denn was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, das Einzige, was wir gerne jetzt mal hören würden, wäre ein vernünftiger Zeitplan. Und auch da kommt ja nichts. Sie arbeiten sich hier weiter nur an den letzten 7 Jahren ab. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, Herr Minister, die Art und Weise, wie Sie hier vorhin mit dem inhaltlichen Ringen umgegangen sind, das war schon einigermaßen bemerkenswert. Ich habe schon den Eindruck gewonnen, als wollten Sie das ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und ich finde, das wird der Debatte und der Ernsthaftigkeit frühkindlicher Bildung schlicht und ergreifend nicht gerecht. Und da muss ich doch Herrn Kollegen Müller recht geben. Sie sonnen sich hier immer in Ihrem Kita-Rettungspaket. Und dieses Kita-Rettungspaket, das haben wir doch auch gesagt, deswegen haben wir das doch auch so passieren lassen, das ist doch auch gut gewesen. Aber irgendwann wird Eigenlob nicht mehr ausreichen. Und irgendwann werden Sie sich an diesem Eigenlob auch messen lassen müssen. Und dann wird mehr Konkretes kommen müssen als diese wolkigen Ankündigungen, die Sie hier wieder vorgetragen haben. Und das ist doch das, also nun will ich nicht für die SPD-Fraktion sprechen oder die in Schutz nehmen in Häkchen, warum wir das hier jedes Mal diskutieren in jeder Plenarrunde. Warum es aber sinnvoll und richtig ist, dass wir das jedes Mal diskutieren, ist doch offensichtlich. Wir müssen inhaltlich um die beste Ausrichtung frühkindlicher Bildung ringen. Und es ist doch einmal mehr deutlich geworden, dass Sie in allererster Linie damit beschäftigt sind, sich noch wahlkampfrhetorisch an der alten Landesregierung abzuarbeiten und nichts Konkretes selber vorlegen. Und solange das nicht kommt, werden wir das in jeder Plenardebatte erneut diskutieren. Aber Sie haben sich ja doch mal zu Wort gemeldet. Vielleicht kommt ja jetzt was Substanzielles.